Hallöchen YouTube, willkommen zurück zu einem weiteren Part von Deponia oder genauer gesagt Chaos auf Deponia. Ja, Rufus macht Party. Freust du dich? Ja, wir sind auf dem schwimmenden Schwarzmarkt und Golds, Disk-Kopf-Hirn-Implantat ist kaputt. Von daher müssen wir ein neues besorgen, aber wir gucken nochmal, ob wir hier nicht noch ein bisschen was einstecken können. Ein Schraubenzieher zum Beispiel. Boah, ich hoffe, meine Stimme geht einigermaßen. Ich war gestern Abend noch mit ein paar Freunden unterwegs und in dieser Cocktailbar, wo wir waren, es war so unfassbar laut. Man hat sich selbst nicht verstanden, wenn man nebeneinander gesessen hat. Deswegen ist meine Stimme da ein bisschen angekratzt. Aber ich glaube, so ein bisschen maskulinen Touch stört jetzt hier keinen. Wir haben gerade einen Schraubenschlüssel eingesteckt. Der beste Freund des Bastlers. Die Unachtsamkeit von Bastlerkollegen, die ihr Werkzeug offen rumliegen lassen. Und mit dir befreundet sind. Hier hinten haben wir noch eine Küftiltruhe, wollte ich jetzt sagen, eine Tiefkühltruhe. Mein Gott. Okay, da war ja jetzt nur Wasser drin. Können wir uns das auch angucken? Hier kann man drücken. Wir drücken irgendwelche Knöpfe. Das machen wir ja gerne. Aha! Okay, vielleicht müssen wir da auch irgendwas reinlegen. Sonst würde sich das ja nicht öffnen lassen. Was haben wir noch? Wir haben hier eine Schublade. Man kann aber nur die mittlere öffnen. Erst kauen. Das sollte ein Hinweis sein, dass du nicht in meinen Sachen herumsteckst. Erst kauen. Hinweis gehört und ignoriert. Rufus. Ist ja schon gut. Du bist super. Okay, nehmen wir mal den schlauen Klicker. Aber soweit haben wir auch alles gedrückt. Wir quatschen mal mit Goal, auch wenn ich glaube, dass wir keinen super Dialog mit ihr hinkriegen. Goal? Sie kann dich nicht hören, Rufus. Kein Problem. Ich weiß, was zu tun ist. Alles, was ich brauche, ist Batteriesäure, Schießpulver, Stierblut. Oder du bringst mir einfach die Datasetten, wie ich es dir aufgetragen habe. Mal sehen. Ja, bitte nicht wieder dieser Kaffee wie aus dem ersten Teil. Das sprengt den härtesten Mann das Hirn weg? Ich weiß es nicht. Es sprengt ihm irgendwas weg. Doc. Die Datasetten gibt's also im Gadget-Shop. Der ist direkt am Hafen. Noch vor dem Stadttor. Lass sie einfach auf meinen Namen anschreiben. Aber achte ja darauf, dass du die guten... Ja gut, das hatten wir ja schon. Ja, dann machen wir das doch mal. Die guten Datasetten. Ich glaube nicht, dass das was wird. Weil sonst wäre es ja nicht Deponia und sonst wäre es ja auch nicht unser Rufus. Vor Docs Werkstatt. Kann man so schnell rein? Hey, du. Wer? Ich? Nein, wir reden mit dem Pferd, das dir hinterherläuft. Huch, gar kein Star. Ach, Rufus. Wir haben dich beobachtet. Wir wissen, was du vorhast. Da wisst ihr mehr als ich. Neuigkeiten verbreiten sich schnell auf dem schwimmenden Schwarzmarkt. Du hast da etwas sehr Wertvolles. Es darf nicht in die falschen Hände geraten. Und eure Hände sind die richtigen. Sagen wir einfach, wir sind Freunde. Wir sind die Guten. Wir kämpfen gegen die Unterdrückung durch den Organon. Tod dem Organon. Der Organon plant etwas. Etwas Unaussprechliches. So unaussprechlich, dass wir nicht darüber reden können. Wir müssen los. Wir haben schon zu viel erzählt. Aber wir kommen wieder. Und dann holen wir uns, was uns zusteht. Sprich mit niemandem darüber. Sei auf der Hut. Und vergiss nicht, wer deine wahren Freunde sind. Tod dem Organon. Tod dem Organon. Was war denn das jetzt? Du sagst es, das war seltsam. Sehr vertrauenswürdig, diese beiden. Ich würde ihnen mein ganzes Vermögen überlassen. Ja, der Ofen, der nichts kann. Was für ein hässliches Nest. Das muss zu einem extrem hässlichen Vogel gehören. Oh, nicht doch nicht sowas Gemeines zu dem Schnabeltierchen. Die sind doch so süß. Wir können raufgehen. Oh, das haben wir letztes Mal noch nicht gemacht. Tada! Wir können hier oben... Ei im Schornstein. Vorsicht ist geboten. Die Bunten beißen gerne mal zurück. Mann, das war ein lausiges Oster. Ja, dann greif mal zu. Hier können wir soweit nichts machen, aber ich denke mal, das wird vielleicht ich auch irgendwann. Ich rühre grundsätzlich nichts an, was jemand Fremdes bereits im Hintern hatte. Stell dich doch nicht so an. Ich rühre Okay, haben wir irgendwas, womit wir es anrühren können? Hier, Puppe mal. Nein. Na, hör auf zu meckern. So, Karte. Angeblich, hier ist...
Ach so, Doc. Ich dachte schon, hä, wir sind doch beim Doc. Versteht er? Okay, lassen wir das. Es soll ja vorm Stadttor sein. Dann gucken wir mal. Oh. Wen haben wir denn da? Wenn das nicht der Neuankömmling ist, von dem alle reden. Tun Sie das? Wird ja auch Zeit. Die Geschichten von meinen Heldentaten sind alle noch untertrieben. Wir sind nicht interessiert an Märchen. Du hast etwas, das wir haben wollen. Zu dumm. Mit gutem Aussehen muss man geboren werden. Wir reden von den geheimen Aufstiegscodes. Die Aufstiegscodes? Nur über meine Leiche. Wartet, lasst mich das umformulieren. Oh Mann. Oh oh. Uncool. Was? Oh Manno. Er hat sie nicht dabei. Er ist wohl doch nicht so dumm, wie er aussieht. Und was machen wir jetzt? Wir sollten der Donner Bericht erstatten. Der Donner? Boah, dass diese Zwischensequenzen immer so laut sind. Nette Leute trifft man hier. Ich sollte etwas bescheidener auftreten. Ich muss für euch immer so viel leiser machen, weil die so laut sind. Okay, das war doch nett. Die Donner kennen wir noch nicht. Ich weiß auch gerade nicht, wer es ist. Ich glaube, soweit habe ich damals nicht gespielt. Ja, Rufus, reiß dich zusammen. Ich gehe mal davon aus, dass wir hier in den Shop müssen. Das ist doch bestimmt der Gadget-Shop. Guten Tag. Niemand da. Ach doch, da. Herzlich willkommen in Gilligan's Gadget Garten. Es bedient Sie Ihr Shop-O-Mat 2000. Wie kann ich Ihnen helfen? Doc schickt mich, um einen Satz Datasetten abzuholen. Aber natürlich. Wir haben zurzeit zwei unterschiedliche Marken im Sortiment. Die erste Sorte heißt Platinum Proof Professional. Sie sind etwas teurer, haben dafür aber die bessere Qualität. Es gibt aber noch eine billigere Sorte. Cowboy Dodos lustige Allzweck-Datasetten. Sie sind zwar qualitativ nicht ganz so hochwertig, dafür gibt es einen bunten Lolli gratis dazu. Ein Lolli? Also, welche Marke darf es denn sein? Also zuallererst, ich habe die Vermutung, dass dieser Herr hier nicht freiwillig drin ist. Vielleicht hat sich seine kleine Maschine etwas gegen ihn gewandt und die führt jetzt hier den Shop und er fungiert als Hirnhaustier. Ih, hat der nur... Oh mein... Was? Sieht das nur so aus oder hat der nur drei Finger? Also die haben ja vier Finger. Nee, der hat hier irgendwie noch so einen Handschuh, oder? Ja, bitte. Okay, ich nehme natürlich Platinum Proof Professional. Qualität ist mir wichtig. Ein Lolli von so billigen Werbegeschenken lasse ich mich doch nicht ködern. Na hör mal, es geht hier um das Bewusstsein meiner großen Liebe. Okay. So wie ich Rufus kenne, ist es, glaube ich, egal, was wir hier wählen. Es wird auf den Bolus-Lolli hinauslaufen. Aber wir machen es mal auf die romantische Tour. Ich wusste es. Ich wusste es! Sind es auch wirklich die guten Datasetten? Natürlich. Immerhin geht es hier um Golds Bewusstsein. Na, dann kann es ja losgehen. Coole Haare, Doc. Und nü? Hat es funktioniert? Ich weiß nicht. Irgendwas stimmt nicht. Rufus? War ja klar. Warum drängt sich eigentlich immer, wenn ich dich sehe, dieselbe Frage auf? Wer ist der gut aussehende Typ in dem Mantel? Wo bin ich hier? Weil dich meine magnetische Ausstrahlung orientierungslos macht. Im Ernst, wohin hast du mich diesmal verschleppt? Und warum stinkt es hier so? Das ist hier der schwimmende Schwarzmarkt. Du bist in Sicherheit. Sicherheit? Rufus, ich war gerade auf dem Weg nach Elysium. Okay, schon. Aber mit dem Falschen. Cletus wollte mir helfen. Und du traust diesem verlogenen Schmierlappen? Tja,
Wem glaube ich wohl eher? Meinen Verlobten oder seiner billigen Imitation? Was ist denn bloß los mit dir? Was los ist? Ich wache auf und finde mich in einem stinkenden Folterkeller wieder. Das ist los. Mich juckt es bereits überall, nur weil ich diese schadstoffverseuchte Luft atmen muss. Oh, mir wird übel. Ich muss hier raus. Ganz schön zickig, die Gute. Reiß dich mal zusammen, Mädchen. Jetzt gibt's gleich ein paar Ohrlaschen. Sie ist ganz schön sauer. Das täuscht. Ich habe eine gewisse Wirkung auf temperamentvolle Frauen. Sie werden temperamentvoll? Sehr witzig. Aber sie kam mir tatsächlich ein wenig biestig vor. Bist du sicher, dass du bei ihr nichts durcheinandergebracht hast? Ich glaube, ich habe tatsächlich eine Erklärung. Die Datasette wurde nicht vollständig beschrieben. Fast so, als wären es die Billigen gewesen. Nicht billiger als deine Ausreden. Wie es scheint, wurde ihr Bewusstsein in drei Teile gespalten. Die Frau, die da gerade aus dem Labor gestapft ist, ist also nur ein Teil von Goal? Und nicht der angenehmste, wie ich hoffe. Echt mal, Doc. Ich dachte, du bist ein Fachmann. Es ist nichts, was ich nicht wieder reparieren ließe. Dazu brauche ich allerdings alle drei Datasetten. Also auch die, die jetzt gerade in ihrem Implantat steckt. Außerdem kann ich den Eingriff nicht ohne die Unterstützung der Patientin vornehmen. Also müssen alle drei Teile von Goal kooperieren, bevor ich mit der Operation loslegen kann. Na, so wie die gelaunt ist, ist sie bestimmt ganz begeistert, sich nochmal den Schädel aufklappen zu lassen. Ja, vielleicht fängst du lieber mit einem anderen Teil ihres Charakters an. Hä? Nimm die zwei Datasetten, die noch im Auswurfschacht liegen. Und das hier. Was ist das? Eine Fernbedienung? Nicht ganz. Siehst du das Fach an der Rückseite? Leg einfach eine der anderen Datasetten ein und drück den Knopf, wenn du in Goals Nähe bist. Sag ich doch, eine Fernbedienung. Es ist schon etwas komplizierter. Die Daten werden in einen Puffer geschrieben und... Ich kann zwischen zwei Charakteren hin und her zappen. Nein. Ja, so ähnlich, aber... Wie bei einer Fernbedienung. Genau. Wie bei einer Fernbedienung. Cool. Nimm es hin. So eine hätte ich mal für Toni haben sollen. Beeil dich, Rufus. Je länger sich die einzelnen Charaktersplitter an ihre Selbstständigkeit gewöhnt haben, umso schwieriger wird es, sie zur Operation zu überreden. Suche Goal und überzeuge sie. Alle drei Teile von ihr. Ich bereite hier schon einmal alles Weitere vor. Na dann, auf geht's. Okay. Das klingt nach einer Aufgabe. Was haben wir denn? Wir haben hier, kann ich das jetzt so reinstecken? Fupp. Die Datasette passt schon mal. Jetzt muss nur die Fernbedienung noch funktionieren. Dank meines Charmes wird der Rest dann ein Kinderspiel. Oder auch nicht. So eine hätte ich mal für Toni haben sollen. Ich dachte, man kann es nochmal differenzieren, für welche Eigenschaft das ist. Aber ich glaube, dafür müssen wir das, glaube ich, erstmal testen. An der guten Goal. Jetzt müssen wir sie ja erstmal finden. Ich hoffe, wir kriegen die schon wieder auf die Schnauze, wenn wir uns hier fortbewegen. Wir haben noch gar nicht so viele Möglichkeiten. Ich will in die Spielunke. Wir können natürlich jetzt auch mal zu Fuß hier langlatschen. Wir wissen nämlich hier noch nicht, wo es lang geht. Wir gehen mal hier oben lang. Ich mache einen Doppelklick, damit er nicht so lange latscht. Hier haben wir eine Tür, aber da sollen wir noch nicht hin. Ich mache mal alles nacheinander. Ich will nur einmal mir einen Überblick verschaffen. Okay, das sieht alles auch sehr... es sieht aus wie Venedig. Ich will den Handschuh. Go, go! Rufus Gummiarm. Tja, also sonst klappt das immer. Ja, blöd, ne? Jetzt gerade hier, wo wir spielen, nicht. Oh, hallo. Das ist doch hier der Ich-singe-immer-Lieder-Typ. Wisst ihr? Ist das die Spelunke? Sieht so aus, ne? Aber erst quatschen wir mal mit dem Gondoliero. Huhu. Prego? Was sind das für Noten? Was sind das für Noten? Ah, la musica si fa volare. Er ist eine Canzone, molto romantica. La 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 la. Calzone. Prego. La 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 la. Kannst du nicht mal was anderes spielen? Kannst du nicht mal was anderes spielen? Oh, con piacere. Ma sfortunatamente, aber leider. Ich habe nur uno singolo spartito. Nur das eine Notenblatt. Comprende? Nicht alles. Aber egal. Hat er noch gar nichts gesungen. Musst du wirklich andauernd singend durch die Kanäle rudern? Cantare, ma sì. Ich muss machen, um zu verscheuchen dir. Wie sagt man? Langeweile. Ratten. Ja, das macht mehr Sinn. Coole Gondel. Sì, sì.
Ist Gabriel molto comfortable con tutto extra speciale. Mit allen Extras? Was für Extras? Airbag. Ja, braucht man auch. Ich will dich ja nicht beunruhigen, aber der Organon plant, Deponia zu sprengen. Oh, no, apprensione. Keine Sorge. Mit einer fröhlichen Canzone auf die Lippen, alles wird werden wieder Bene. Gar nichts wird Bene. Der ganze Planet wird in die Luft fliegen. Dann, ich werde singen. Fin allora. La 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 la. Mein Gott. Oh, Backe. Hoffentlich kommen die langsam in die Hufe mit ihrer Sprengung. Sehr nett. Arrivederci. Hä? Was für ein Ding? Ach, nichts. Was für ein Ding? Ich habe hier ein Eichen gefunden. Ich rühre grundsätzlich... Ach, jetzt stell dich doch nicht so an. Brauche ich da jetzt echt irgendwie eine Kneifzange für oder was? Naja. Nehmen wir es mal so hin. Hallo. Die Spielunke und da ist auch Goal. Bozo! Und einer dieser Schläger. Bozo! Ich mag Bozo. Er ist nett. Hey, halt still! Verdammt. Er scheint eine Art Bewegungssensor zu haben. Was willst du denn damit machen? Das soll ein Rasiermesserfisch sein? Also für mich sieht das eher nach einem Schwert aus. Ah, du willst das Schwert haben? Okay. Garlef. Hey, was geht ab? Darf ich stören? Eigentlich nicht. Dann muss es wohl ohne deine Einwilligung gehen. Ach da, ja genau, einer von denen ist das. Sind wir uns nicht schon vor Docs Werkstatt begegnet? Es muss eine Verwechslung sein. Nein, nein, du und dein kräftiger Kumpel wolltet mir irgendwas abknöpfen. Was habt ihr doch gleich gerufen? Tod dem Organon. Tod dem Organon. Ich meine, Tod dem Organon. Wer würde denn sowas sagen? Eine gute Parole natürlich. Hat bestimmt jemand lange dran gesessen. Lügner! Warum sitzt du hier so alleine? Ich warte auf einen würdigen Gegner im Schnickschnack-Schnuck. Warum denkst du, dass du den ausgerechnet hier findest? Weil sich hier alle Langfinger der Gegend rumtreiben. Das macht Sinn. Ich kann das. Lass uns spielen. Ich frage aber erst. Du bist ein professioneller Schnickschnack-Schnuck-Spieler? Genau. Ich bin ein Schere-Stein-Papier-Fachmann. Ein Knobelexperte. Ein Schnibbelprofi. Meine Stärke ist die Schere. Die habe ich jahrelang trainiert und beherrsche sie aus dem FF. Aber auch mein Stein ist nicht von schlechten Eltern. Ich habe hier und da noch gewisse Schwierigkeiten, das Papier gezielt einzusetzen. Aber mein Trainer sagt, dass ich diese Schwäche durch Schnelligkeit und Ausdauer ausgleichen kann. Was zum Henker? Komm, wir spielen. Lass uns spielen. Gerne. Aber zunächst muss ich deine Finger sehen. Hast du sie dabei? Als ich zuletzt nachgesehen habe, waren sie am unteren Ende des Arms. Mal sehen. Ah, da sind sie ja. Haha, netter Versuch, Kumpel. Wieso? Was ist denn? Das sind keine offiziellen Turnierfinger. Sie könnten gezinkt sein. Komm wieder, wenn du dir offizielle Turnierfinger besorgt hast. Oh, wir haben doch den Turnierhandschuh gesehen. Da müssen wir mal gucken, wie wir da rankommen. Dann halt nicht. Ich gehe da mal wieder. Mach das. Mach das. Auch schon bessere Laune gehabt, was? Wie kommen wir denn hier runter? Wo geht's denn hier runter? Hm? Da geht's runter. So. Na komm, quatschen wir mal mit dem netten Herrn, der uns so nett massiert hat letztens. Entschuldigung. Hm? Was willst du denn? Kein Ärger. Ich finde, mir steht eine Entschuldigung zu. Inwiefern? Naja, wegen des Überfalls auf offener Straße. Hör mal, Bursche. Ich bin Mitglied des unorganisierten Verbrechens. Und das gibt euch das Recht, unschuldige Passanten am helllichten Tag zu überfallen. That's the way we roll. Cool. Das gefällt dir, was? Das unorganisierte Verbrechen, was ist denn das so? Wir sind wie eine kriminelle Organisation. Nur eben ohne den organisatorischen Teil. Kann man bei euch einsteigen? Unglaublich unorganisiert bin ich schon mal. Mach dich nicht lächerlich. Was könntest du uns schon anbieten? Was? Alles! Ich bin ein begabter Bastler. So? Woran bastelst du denn? An Stromumkehrern, Fluchtmaschinen, einem Leben in Ordnung und Zufriedenheit. Kinderkram. Du bist einfach nicht verwegen genug für einen unorganisierten Verbrecher. Nicht verwegen? Ich bin unverwüstlich. Ich kann von einem 2 Meilen hohen Turm in einen Nadelhaufen fallen, ohne Schaden zu nehmen. Toll. Kannst du auch Bälle auf deiner Nase jonglieren? Na, hör mal.
Ich bin ein draufgängerischer Abenteurer und kein Zirkus-Ozelot. Kinderkram, du bist einfach nicht verwegen. Ja, ich bin total verlegen. Hier, du bist unglaublich lässig. Unglaublich lässig? Wie lässig genau? Ich bin dermaßen laid back, ja, dass mein Hinterkopf, ja, schon am Boden schuppert, ja? Kinderkram, du bist ein... Schnauze. Ich bin ein guter Zuhörer. Ach ja? Das finde ich interessant. Man nennt mich auch das Ohr. Ich habe da nämlich diese Geschichte, die ich schon lange jemandem... Adlerohr, Herr der Schallwellen. Aber meine Geschichte... Er lauscht seine Gegner an Grund und Boden. Vergiss es. Entschuldigung, Mann. Hast du was gesagt? Er hat was auf dem Herzen, hör ihm doch zu. In seinem tiefsten Innern ist er klein, zart und zerbrechlich. Ich bin wohlverwegen genug. Ich bin wohlverwegen genug. Bist du nicht? Bin ich doch. Okay. Wie kann ich dir beweisen, dass ich verwegen genug bin? Da müsstest du schon was wirklich Verwegenes tun. Die Katze von der Donner rasiert zum Beispiel. Wenn's weiter nichts ist? Das sollte kein ernst gemeinter Vorschlag sein. Niemals würde irgendwer, der noch bei Verstand ist, etwas so Verwegenes tun. Ich bin ja auch nicht irgendwer, der noch bei, versuch nicht, mich aufzuhalten. Ich find's so super, ey, wie die sich auf dieses Verwegen stützen. Okay. Ich werde schon bald bei euch mitmachen. Du wirst schon sehen. Verzieh dich. Kannst du mich auch mal. So, was haben wir noch? Was sagt denn der Organon zu eurer Vereinigung? Das hier ist der schwimmende Schwarzmarkt, Bursche. Der Organon hat hier nichts zu melden. Yo. Auch nicht der Beamte, der da hinter dir steht? Was? Haha, sehr lustig. Fand ich auch. Ich fand das total verwegen. Wo ist dein Kumpel? Wink, der bewacht den geheimen Unterschlupf. Eigentlich ist er vollkommen ungeeignet. Auf dem rechten Auge blind wie eine Natter. Dabei ist doch das rechte Auge das wichtige Auge. Wer sagt denn sowas? Meine Mutti. Wieso? Du bist Mamas Liebling. Spielst du auch dieses Schnick-Schnack-Schnuck-Spiel? Klar. Leider habe ich heute meine Turnierfinger im Unterschlupf vergessen. Ich bin echt gespannt. Ich komme auf dich zurück. Was auch immer. Was auch immer. Okay. Fass ins Feuer. Lass bitte die Kerze in Ruhe. Sie ist das Einzige, was hier drin für Licht sorgt, wenn der Generator mal wieder ausfällt. Du hast keine Nase, von dir lasse ich mir gar nichts sagen. So, gleich quatschen wir, oder im nächsten Part, sagen wir mal so, quatschen wir mit Boso und dann nochmal mit der zickigen Goal und gucken wir mal, was wir da so deichseln können. Und wir gucken uns hier noch in der Spielunke ein bisschen mehr um. Und hier hinten ist die Toilette, da gehen wir vielleicht auch nochmal rein. Ist bestimmt auch sehr nett. Ich bedanke mich an dieser Stelle fürs Zusehen. Ich freue mich auf den nächsten Part. Ich hoffe, ihr auch. Bis dahin. Tschüss.